Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Unser Spaziergang führt uns heute nach Holland, in eine kleine Städtchen namens Venlo. 1921 hat die Firma Econ die Firma Nedinsko gegründet. Nedinsko ist die Abkürzung für Nederland Industrie Company. Das heißt, die Abkürzung von diesen drei Wörtern hat den Namen Nedinsko gegeben. Und heuer feiert diese Firma das 100-jährige Jubiläum. Aber warum eigentlich Econ in Holland? Nach dem Friedensvertrag mit den Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg ist festgehalten worden, dass Deutschland keine Militärprodukte erzeugen kann oder dürfte. Deshalb wich man einfach nach Holland. In der Stadt Venlo war eine aufgelassene Schokoladefabrik und in diese Gebäuden hat die Firma Zeiss Econ mit einer Friedensproduktion angefangen. So sollten optische Geräte, Ferngläser und so weiter produziert worden. In Wirklichkeit ist aber was ganz anderes produziert. 1921 waren die alten Gebäude, kurze Zeit drauf ist neu gebaut und der Neubau hat einen auffallenden hohen Turm. Viele haben gemeint, das ist architektonische Spielerei oder man will auffallen und so weiter. Nein, die Wahrheit war was ganz anderes. Auf diesem großen Turm hat man eine Übersicht auf die Kirchen der Umgebung. Und diese Kirchenspitzen hat man gebraucht zum Kalibrieren von optischen Geräten. Aber es waren eigentlich Periskope, Zieleinrichtungen und Entfernungsgeräte für das Militär. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Produktion eingestellt und kurze Zeit darauf die Firma beschlagnahmt. Nach dem Krieg wurde die Firma wieder verkauft und fingen mit der Erzeugung von Friedensprodukten. Irgendwann in den 50er Jahren wollte man auch mit einem Fotoapparat Produktion nehmen. Aber die Vorbereitung und die Planungsphasen, Maschinen, Geräte und so weiter brauchen eine gewisse Zeit. Und das hat man verkürzt, indem man auf alte Verbindungen mit dem Objektivhersteller Steiner aufnahm, der eine Kamera in Produktion hatte. Diese Kamera war die Steinette. Man kaufte die ganze Maschinen, die ganze Geräte, die Lizenz. Und so wurde die Steinette auf Primo umgenannt und wurde von der Firma Nedinsko produziert und verkauft. Der einzige Unterschied war jetzt eine Nedinsko Objektiv. Und diese Primo Kamera ist die hier. Die Kamera ist eine Kleinbildkamera, hat einen Zentralverschluss bis 200 Sekunde, Kleinbildkamera 24x36 und die Optik ist eine Nedinsko Venlo 45 mm. Ist blitzsynchronisiert, hat einen Blitzanschluss und einen optischen Sucher, der auffallend klein und schwierig ist. Die Kamera ist eine relativ seltene Kamera und wurde in zwei Etappen verkauft. Die erste Etappe waren 100 Kameras, die 1950 gebaut wurden. Später, mit einer kleinen Änderung, wurde die Kamera von 1958 bis 60 in 12.000 Stück produziert. Diese Kamera wurde dann in Lizenz mit anderen Namen auch verkauft. Das ist relativ kompakt. Der Tubus ist fix und sonst gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Zu dieser Zeit waren sehr beliebt auch die
Agfa-Belichtungsmesser. Das hier ist eine Lucimeter M. Der wurde von 1956 bis 1957 gebaut und ist ein Nachführbelichtungsmesser. Das heißt, man misst das Licht und dann mit einer Drehscheibe wird Blende und Zeit ermittelt. Das war für heute mit der Firma Nintensco und die Kamera Primo. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.